Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Ansa unter Millionen Box von Ansa. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ansa unter Millionen von Ansa, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das Debütalbum von Ansa. Wir haben hier eine schlichte Kartonbox, rundum ganz klassisch in diesem Kartonbraun. Und in der Mitte haben wir hier einen Aufkleber im Hochkantformat. Und hier haben wir einmal das Logo von Ansa, also die Maske hier mit den entsprechenden Buchstaben. Hier unten lesen wir, die Vermummten präsentieren Ansa unter Millionen Limited Edition. Ja, die Vermummten, das ist die Rap-Gruppe, bei der der gute Mann Mitglied war. Und dann lesen wir hier noch inklusive CD, Maske, Autogrammkarte und Poster. Darunter die Beteiligten, das Ganze erschienen über Ivory Vibrations Records und links gibt es noch einen Barcode. Alles klar, dann würde ich sagen, schauen wir mal hinein. So, als erstes haben wir hier einmal das Album an sich. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Die Maske. Und das Poster. So, die Box von Ihnen auch wieder ganz klassisch in diesem Kartonbraun. Machen wir mal zu und packen wir zur Seite. Und zwei Sachen sind hier jetzt noch in Folie, nämlich diese Maske, dieses Tuch und natürlich das Album. So, als erstes. Vorsichtiger öffnen, denn wir haben hier noch Hinweise, zu denen kommen wir dann noch. Und natürlich das Album im Jewelcase. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Hier sehen wir auf dem Cover den Interpreten. Ansa in diesem Fall nicht mit Maske auf, sondern geschminkt. Die Vermummten präsentieren Ansa unter Millionen. Das Ganze kommt in einem regulären Jewelcase hier auf der Seite in Schwarz. Hier lesen wir wieder den Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben 18 Tracks am Start und 2 Features. Und zweimal ist hier Sunny mit dabei. Beteiligte und Barcode hier wieder drauf. Dann schauen wir mal innen rein. Wir kommen als erstes mal zum Booklet. Jawohl, wir haben hier ohne Ende Text. Bedeutet, man hat hier jeden Track Wort für Wort abgetippt im Booklet. Wunderbar. Zieht sich so durch. Also hier gibt es echt jede Menge Text zu lesen. Dann haben wir ein Foto, das ist die Gruppe, die ich vorher angesprochen habe, also die Vermummten hier zu sehen. Der Name der Gruppe kommt eben daher, dass sie immer vermummt waren, also mit so einer Schminke oder entsprechend mit Bandanas, mit Masken sich auf der Bühne oder generell so gezeigt haben. Weitere Tracks. Also ohne Ende Lyrics. Zum Abschluss gibt es dann noch die Credits, eine Danksagung, Grüße und ein weiteres Foto. Gut, das hier eventuell auch als Wendecover zu verwenden, je nachdem. Ich werde es mal beim regulären belassen, das gefällt mir echt gut. Dann kommen wir zur CD. Die hat wieder hier das Gesicht und darunter Albumtitel. Rückseite schwarz. So, als nächstes kommen wir zu dieser Tuchmaske. Und zwar sieht die so aus. Wir haben hier in Schwarz und Weiß das Ganze, also die Maske an sich so in Schwarz und dann hier der weiße Aufdruck
falsch rum, denke ich mir gerade. Genau, so rum. Hier unten beim Mund gibt es einen kleinen Schlitz. Und dann haben wir hier die Augen auch noch jeweils offen. Also hier kann man dann wunderbar durchsehen. Natürlich hier das Ganze im Ansa-Look, also die Buchstaben hier wieder zu sehen. Ansonsten in schwarz, die Rückseite ebenso. Bedeutet, dieses längere Stück ist dann mehr so für den Hals gedacht. So, und auf der Rückseite haben wir zwar kein Zettelchen, aber wir haben spannenderweise, das habe ich auch überhaupt noch nie gesehen, die Infos hier aufgedruckt. Und zwar lesen wir hier 100% Polyester, keep away from fire. Dann haben wir noch die Waschhinweise und made in China. Grüße gehen raus. Und damit nicht genug. Wir haben auch auf dieser Folie, in der diese Maske war, hoffe, man kann das halbwegs erkennen, jawohl, die Infos, wie man sowas verwenden kann. Also, the original multifunctional seamless wear. Das sind so die unterschiedlichsten Methoden, wie man das Ganze anwenden kann. Als Armband, als Halsband, Halstuch, um sich den Zopf zu binden, um sich das Ganze auf den Kopf zu setzen. Alles Mögliche zum Motorradfahren, was auch immer man möchte. Also das ist echt sehr variabel einsetzbar. Okay, dann packen wir das mal wieder zur Seite und kommen zum nächsten Boxinhalt. Eine Autogrammkarte im Hochformat, hier wieder mit Ansa Artwork, dann hier unten mit so einem bronzefarbenen Stift unterschrieben. Und auf der Rückseite sieht das so aus. Wunderbar. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch ein Poster mit dabei. So, was haben wir hier? Ui, das ist deutlich größer, als ich gedacht hätte, das Poster. Und zwar haben wir hier auf der linken Seite einmal das Logo, also den Kopf wieder. Und dann haben wir das Foto, das wir auch schon im Booklet hatten. Alle drei Herrschaften hier abgebildet, also die Vermummten hier im Querformat. Und das ist echt ziemlich groß, also speziell wenn man die Größe der Box bedenkt, ist das ein ziemlich gewaltiges Poster. So, dann packen wir auch das mal wieder zusammen. Wie machen wir das am besten? Einmal so, einmal so. Genau. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster im Querformat. Dann haben wir die unterschriebene Autogrammkarte hier im Hochformat. Die Maske im, so rum, im Ansa-Design. Und natürlich das Album an sich, Ansa unter Millionen von Ansa, mit insgesamt 18 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box. Ansa unter Millionen von Ansa. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ansa unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.